Hallo, herzlich willkommen bei Wetzlar Automobile. Wie hat der Kameramann gerade so schön gesagt, die Farbe kommt richtig schön zur Geltung. Hier steht ein Porsche 996 Coupé, erste Serie aus 2001. In einer, ja, wie soll ich sagen, also ich hätte sie nie so bestellt, die Farbe, aber mittlerweile finde ich die fast schon cool. Ja. Ich habe mal jemanden gehabt, der kauft nur solche Farben aus Belgien, der war hier, hat den Mercedes gehabt, wahrscheinlich ruft er mich an und will ihn auch haben, weiß ich nicht. Der hier ist auf jeden Fall dritter Hand hier, und das ist voll belegbar. Ja. Also das ist ein richtig schönes, gepflegtes Auto. Ja. Und der hat ein Scheckheft, da komme ich gleich zu, das mache ich gleich. Also erstmal hier Historie. Hier ist der erste Brief, da sieht man genau, der wurde ungültig gestempelt am 1.2.13. Und dieser Brief, der jetzt aktuell ist, der ist halt am 1.2.13 der zweite Eintrag. Und dann hat ihn der jetzige Eigentümer gekauft am, das kann ich auch noch mal kurz schauen, in 16. So, der hat ihn jetzt 4 Jahre gehabt, der Gute. Und hat ihn immer Lipstick genannt. Das war sein Spitzname. Ups, Alter. So, und der hat ein Scheckheft, das hole ich jetzt mal kurz. Komm mal mit hierher. Ach, wer sitzt denn hier? Der Axel sitzt hier. Guck mal, was für ein Zufall. Wie eingespielt. Ja, wie eingespielt. Warte. Nee, warte. Axel von Dillersdorf, brauche ich fast schon nicht mehr vorstellen. In Hamburg, tolle Werkstatt. Servus. Und macht da tolle Arbeit. Da kommen auch Leute aus sonst woher hin. So, und wenn ich schon, also Scheckheft hier natürlich, also in Bordmappe, alles da, logischerweise, ja. So, Axel, komm doch gleich mit rein. Ich freue mich auch, dass du auch was. Ja, ja, aber ich will mir nur mal was zeigen. Wenn ich solche Ordner sehe, ja, also hier so mit Jahreszahlen geordnet, dann weiß ich immer schon, wie Leute mit so einem Auto umgegangen sind, ja. Und jetzt möchte ich einmal, also hier Porsche Classic Card hier auch noch, ne, also auch noch aktuell bis Mitte nächsten Jahres, glaube ich. Hier eine Menge Rechnungen von Porsche. Nicht bei dir, Axel, sondern immer schön bei Porsche. Ist ja auch kein Fehler. Also. Muss auch nicht schlimm sein, genau. Das hier ist ein richtig, pass auf, das möchte ich dich zeigen. Ja, dann gib mir den das Ordner, ist ein richtig teures Heft, ein richtig teures Heft. Ja, hat Sebastian nämlich gesagt, als er das Ding gesehen hat, sagt er, oh, das Heft ist aber richtig teuer. Und warum ist das richtig teuer? Weil, also erstmal hier Bremsflüssigkeit geht wahrscheinlich schon nichts mehr rein, weil die Seite voll ist. Das Ding ist knüppeldicke voll. Also in München, ist, heißt das München hier? Ich kann das fast nicht mehr sehen. In München ausgeliefert. Siehst du, da ist das München. Wir dürfen nicht so dicht kommen, aber... Ja, ich oder Hannover. Nee, Hannover. Deutsches Auto. Scheckheft. Pass auf. Geil. Ich finde das ja cool ab und zu mal. Hier. Halt mal hier rauf. Guck mal. Also. Ich könnte jetzt die Jahreszahlen, aber ich erspare das mal. Ist hier weitergeht. Geil, oder? Ich sage ja, Bremsflüssigkeit ist schon so voll. Das ist so geil. Guck dir das mal an. Also, wenn das kein Top-Scheckheft ist, dann weiß ich nicht, was ein Top-Scheckheft ist. Jetzt, Axel, ich hatte lange keinen 996 tatsächlich, deswegen freue ich mich, dass du... Die sind immer ganz gut weggegangen, ne? Ja, die gerade erste Serie. Die sind halt, also ich will mal so sagen, es ist ein Schalter auch noch hier. Und es sind halt... Es ist ja immer so ein bisschen so eine Generationsfrage. Die Jungs, die damit groß geworden sind, verdienen jetzt so viel Geld, dass sie sich so ein Auto kaufen. Das finde ich halt cool. Genauso wie ich noch. Und am Ende vom Tag ist das echt das Einsteiger. Ich bin froh, dass ich 107er gut finde und kein Adenauer Mercedes, weißt genau. du. Aber und das ist das Einsteigermodell. Das muss man aber ganz klar absolut. Sagen. Ne? Und es hat irgendwie mittlerweile ganz lange ja verrufen hier mit den Lampen Spiegel, und Katastrophe. Genau. Und mittlerweile... Ich finde die richtig cool. Ich habe so viel von den Dingern verkauft, die haben die mir aus den Händen gerissen. Weil immer der Preis stimmt. Dann, die allerersten haben ja noch gelbe Blinker genau. gehabt, die gingen noch besser. Genau, die gelben gingen also, noch besser. Also was heißt noch besser? Aber trotzdem, da war schon so ein Run drauf. Absolut, ist auch immer noch. Ja. So. Was nicht so ist, ich dachte, der geht so ein bisschen ab irgendwie, aber im Moment, wir sind beständig. Man kriegt für in Anführungsstrichen wenig Geld ein tolles Auto. Wenn man auf diese Farbe steht, und auf 996, dann muss man sich das Auto kaufen. Den wird sich in der Farbe auch nicht so oft geben. Nee, er hat eine schwarze Innenausstattung, ist ein Schalter, hat erst 73.000 Kilometer gelaufen, was sich durch das Scheckheft natürlich top bestätigen lässt. Ja? So, der ist, also was er mal bräuchte, er bräuchte eine Aufbereitung. Aber da bin ich ja Spezialist gerade, deswegen
ist das also kein Problem, auf dem Weg Spezialist zu werden. Also nicht ich, sondern mein Stefan. Und dann drehst du durch. Dann glänzt er wie, weil im Moment ist er so ein bisschen matt, so, ne? Aber da geht noch was. Da geht noch was. Ich mach mal kurz hier die Haut auf. Erstmal haben wir noch den Hebel zum Ziehen. Genau, du? Aber ab Modelljahr 2001 ist es anders. Ne? Ist es dann ja vorne hinten elektrischer Öffner. Und so ordentlich, oder? Der Wagen ist, der tropft nicht, also dieses, es steht seit einer Woche irgendwie auf einer Stelle weg. Also war die haben ja auch keine, also klar, Kurbelwellen, Simmering, Zwischenwelle, das ist immer ein Thema, aber ein Auto, was so scheckheft gepflegt ist, kannst du das fast ausschließen, weil da hätte das Porsche-Zentrum ja irgendwann mal was gesagt. Und wenn jemand so konsequent da reparieren lässt, dann lässt er auch das instand setzen. Ne? Tipptopp. Also von daher. Lass uns einmal vorne reingucken. So, das ist hier auch, weil ich meine Autos immer an Batterie anschließe, da ist hier der Deckel. Aber ich meine, das ist wirklich, hier, das ist immer schön, wenn man das noch hat. Gibt es auch beim 997, glaube ich, nicht mehr, ne? Aber nee, 997 hat den Aufkleber nicht mehr im Deckel drin, 996 war der letzte. Wir machen irgendwann mal so Kaufberatung, sage ich dir. Wir machen mal eine schöne Kaufberatung für das machen wir auch. Das müssen wir mal schön machen, das finde ich gut. So, hier hat er einen Steinschlag, da, das ist ein bisschen schade, wie genau auf der Haube. Aber innen ist er auch so cool. So, ja, hier drin sieht er echt auch top aus, der Wagen. Ja, hier ist nichts verkratzt auf der Mittelkonsole. Hier ist ein Schalter, habe ich schon gesagt. Alles ist da und so, wie es sein soll. Das Leder, guck mal hier, das ist so 77.000 Kilometer oder 73, was war das jetzt? Ich weiß nicht mehr genau. So muss es aussehen. Und da hat man, wenn man da vorsichtige Leute hat, die damit umgehen, dann ist es genau so. Das ist ja alles original, da ist nichts nachgemacht oder schon erneuert. Genau so muss es sein. Selbst die Einstiege sehen toll aus. Also schwarze Innenausstattung, sehr angenehm. Draußen eine poppige Farbe. Cooles Ding. So, komm. Und natürlich minimalistisch, so wie es die Porsche-Fans eigentlich haben wollen, oft. Ich persönlich finde auch ein Schiebedach geil. Aber Axel, du zum Beispiel, genau, bist ja auch so ein Purist. Kein Schiebedach, kein Heckscheibenwischer. Die Kombination ist auch oft gesucht. Also kein Schiebedach, kein Heckscheibenwischer. Ja, puristisch einfach. Ja. Ne? So, und puristisch fahre ich jetzt den Porsche. Sieh zu. Läuft richtig gut und es gibt manchmal so 996, da drückt länger, wenn sie länger stehen, startest und dann kommt hinten so ein kleiner bisschen Rauch raus, bei dem gar nicht. Also ist wirklich alles so, wie es anfühlt und wie es sich aussieht, tipptopp. Ich fahre ihn wieder in die Halle. Steht. Das YouTube-Video hat dann wahrscheinlich 100.000 Klicks. Aber so danke ich auch für das Zuschauen meiner YouTube-Klicks, YouTube-Filme. Vielen Dank dafür und freue mich, dass so ein paar Leute Lust haben, immer diese Videos zu schauen. Das war jetzt ein Porsche 996 Coupé. Mit einer schönen Kombination. Wer die Farbe mag, soll zuschlagen. Wagen steht in Hamburg, wird in Kommission verkauft. Axel von Büdersdorf hat uns geholfen mal wieder. Vielen Dank, Axel. Immer gerne. Ja. Das sind genau die Autos, die er mag auch. Ne? Ja. So unter anderem. Und wie gesagt, schönes Einsteigermodell. Finde ich auch. Ja? Ist gut. Dankeschön. Grüße aus Wetzlar Hamburg. Automobile. Schöne Grüße aus Hamburg. Tschüss.